Ka? Was heißt Krasno auf Albanisch? Es gibt kein Krasno. Na also, das heißt also, in der serbischen Sprache gibt es ein Wort, das heißt Krasno. Das Kras heißt beeindruckend, Hör mal Krasno. zu, Ja. Das heißt alles also, war die mal. Wurzel, ich wende mal jetzt deine Logik an, die Wurzel von eurer bekanntesten und größten Familie, die Sprachwurzel liegt in der serbischen Sprache. Krasnici kommt von Krasno, mein Freund. Okay, dann So, erkläre ich und dir das mal ist. ein Wort auf deiner Sprache, wenn du behauptest, dass Krasnici von deinem, was du gerade nanntest, kommt. Kral, ihr sagt doch immer Kral, gell? Das ist doch König. Ja. Und Kral, Kry, bedeutet der Kopf. Und wer steht ganz oben? Ein König, der Kopf der Bande. Ein Kryl ist ein Kral und ein Krasnitsch. Es ist ein Königsstamm. Das sind zwei Wörter sehr waren verschiedene mal, Sprachen. guck mal, du verstehst nicht. Es gibt Familien, die die Silben darstellen, die Buchstaben. Alles, was du aus dem Lippen bringst, wie P und B, kannst du ersetzen. Da gibt es eine Formel Richtig. dafür. Genau, So, das stimmt. alles, was aus dem Zungenroller kommt, aus dem Rachen, aus dem Silben, von dem Summen, kannst du ersetzen. Deswegen habe ich dir Krü mit Kral, das Ü und das L. Das ist aber zu weit hergeholt. Da gibt es keine Verbindung. Das Du ist, musst die das Verbindung gibt einfach es. selber, weil du Ihr selber was könnt gerne beweisen musst. Bruder, sag Eben. mir mal auf Serbisch, wie spät haben wir? Sag mir genau auf Serbisch, original Serbisch, wie spät haben wir? Sage ich dir sofort, aber erstmal musst du meine Fragen beantworten. Warum hast du meine Fragen nicht beantwortet? Warum gibt es im alten Illyricum das serbische Kreuz mit den vier Sicheln? Warum gab es Rubatius? Warum gab es die drei Finger? Warum Weil gab ich es das dir, alles? jetzt erkläre ich dir, weil Illyr bedeutet frei. Okay? Ja, der freie Mann, Illyrius, Nein, das ist das ein Typ freie. gewesen. Nein, Der das freie freie. Mensch, Nein, der das Gründer von freie. Illyrien war Illyrius. Der Gründer von Illyrien war Illyrius. Und der Mann, Na, das heißt der freie Mann, Us heißt der. was bedeutet aber Illyrius? Was bedeutet Öl? Der Öl freie ist. Mann. Nein, mein Freund. Öl ist Stern. Und ein Stern, jeder Stern für sich, das Ü und das LL für Öl, steht auch dafür da, wie der OT-Punkt. Zum Beispiel, wer ein Mechaniker ist oder sonst, unersetzbar, unvergleichbar. Warum gab es das serbische Kreuz im Illyricum? Warum Jeder gab es Stern, warte mal, Cervinovo? Warum gab es warte doch mal. Rebatius? Warum gab es die drei Finger? Bitte, ich will eine Ja, ich Antwort. erkläre dir, ich will doch darauf hin. Ja, Jeder mach. Stern. Jeder Jetzt sprichst Stern du über lebt. Sterne. Ja, aber ich erkläre dir doch die Bedeutung. Also, das ist doch meine Sprache. Ich beherrsche sie und ich will sie dir erklären. Ich will sie dir nahelegen. Ein Öl ist ein Stern. Das Öl. Jeder Stern lebt frei und unabhängig voneinander. Oder kleben die Sterne aneinander wie so siamesische Zwillinge? Nein, tun sie nicht. Das heißt, keiner ähnelt dem anderen, aber sie leben jeder für sich, also schweben in dem Sinne der Stern. Das Beispiel war dafür, dass jeder frei leben kann, unabhängig wie er aussieht und weil er dem anderen nicht ähnelt. Das bedeutet Illyrion. Warum gab es die vier So, Sichel des Serbischen deswegen Kreuzes? gab Du es. beantwortest Okay, mir das erst. Diskussion beendet. Vorbei. Nervig. Vorbei mit Balkan-Geschichte. Nervig. Okay. Über Deswegen Sterne, jetzt. über Nur noch ein Kryo. Punkt. Nur noch ein Du Punkt. Nur noch kommst ein nicht Punkt, zum bitte. Punkt. Das ist das Problem. Das ist der Punkt, weil Redest guck du mit mal. dem heißen Brei herum? Slave ist im Englischen das Wort für Sklave. Heute hört sich das Sklave. böse an, aber das war das Wort für Arbeiter. Slave ist auch die Ableitung von serve, servieren. Nichts anderes wie Arbeiter wart ihr mit diesem Drapen, den ihr Serb nennt. Ihr habt unsere Felder gemacht, ihr wart Arbeiter. Wir waren halt Könige. Was soll ich Ach, damit Schwachsinn, machen? du redest Quatsch, du redest Euch hat Schwachsinn. man Du redest Schwachsinn. das Land Du hast eine gegeben. Wortwurzel, schau, du hast eine Wortwurzel und du hast eine Nachbedeutung. Die Wortwurzel war Srb, das bedeutet Sichel. Und die Nachbedeutung war tatsächlich Nein, Servant of God. Hör das benennt ihr Sichel. Guck mal, du kannst doch doch mal zu. heute Nein, irgendwas die haben produzieren. das auch so Nein, du genannt. Die kannst haben das auch irgendwas so genannt. Die haben produzieren, Srb du gesagt. kannst irgendwas erstellen heute und kannst es benennen. Du kannst es heute, viele Sachen, die irgendwelche Wissenschaftler entwickelt haben, haben es nach sich benannt. Also du kannst doch heute irgendwas entwickeln und sagen, das nenne ich Wegeralt oder wie du auch immer heißt. Sorry. Aber ihr habt es benannt, dieses Sichel. Aber der Name Serb ist seid, ihr seid keine Arben. S-Apostroph Erb, Arb. Ihr Das seid ist keine heutzutage, guck mal, die Arische. heutige albanische Sprache, die findest du vor 1000 Jahren nicht. Und dieses Serb, Arb, Sir, Arb, Doch, das ist was du doch, hörst, das macht in der heutigen die albanischen Sprache einzigen, Sinn.
Die Aber das macht in einzigen. der damaligen Sprache keinen Sinn, weil die illyrische Sprache hat gravierende Unterschiede zwischen dem heutigen Albanischen und dem damaligen Illyrischen. Du kannst gerne mal die Texte vergleichen. Die sind unfassbar anders. Ja, die Sprache hat sich total weiterentwickelt. Und damals macht es gar keinen Ja, Sinn, dass okay, man. Diskussion beendet jetzt. Diskussion beendet. Ey, NK7 ist. Ja, Diskussion beendet. Okay. So, ich habe stumm geschaltet. Ben, NK7, vielen Dank. War interessant, aber jetzt beenden wir Balkan-Geschichtsstunde. Danke, dass ihr da wart. War Also spannend. immer noch keine Antwort auf meine Fragen bekommen. Die können es nicht beantworten, warum das Serbische Kreuz im Illyrikum war, warum es diese Stadt Serbinovo gegeben hat, warum es Serbatius gegeben hat, warum es die drei Finger gegeben hat, konnten die alles nicht beantworten. Die reden über Sterne, über Krü, über Ar, über alles Mögliche, aber über das reden die nicht. Ne? Deswegen, wenn ihr möchtet, wenn ihr wirklich die Wahrheit herausfinden wollt, dann auf YouTube Herkunft der weißen Europäer. Meine Dokumentation, dort habe ich es belegt. 4 Jahre lang recherchiert, intensiv, extra für diesen Zweck. So, ein paar so hier Fragen. Stefan Rohe, vielen Dank. Kleiner Superchat mit Augenzwinkerfrage. Wie Gerald, wie ist das Thumbnail zum heutigen Live entstanden? Hast du eine Wette verloren oder wolltest du auf TikTok-Burschis abschreckend wirken? Das Thumbnail, welches ist das jetzt nochmal gewesen? Das von heute, wo du so Ach so. schreist. Ja, ein bisschen Clickbait-mäßig. Darauf klicken die Leute irgendwie. Deutscher Braunbär, Irfan, was isst du da? Habt ihr gute Rezeption auch für Sandwiches? Ja, das ist kein Döner, weil einer geschrieben hat, das ist Döner, nur ganz normales Sandwich halt. Habeck for Jail, viele liebe Grüße an Menowin von Maria aus Portugal. Okay, liebe Grüße an Menowin. Gut, ich glaube, heute war genug Albaner-Serben-Geschichtsunterricht-Konflikte. Tesla, lebst du noch? Ja, ich musste kurz nur ein Ich habe abschließendes kurz Wort sagen. rausgeklingt. So, jetzt machen wir mal ein Match. Komm, ich gegen wie Gerald, Match. Aber nur kurz ein abschließendes Wort. Schaut, teilweise hat der NK7 auch recht gehabt. Aber das liegt daran, dass die Serben und die Albaner einen gemeinsamen Ursprung haben. Selbst die Mainstream-Historiker sprechen von den sogenannten Proto-Indo-Europäer. Alle Europäer hatten einen gemeinsamen Ursprung. Und darauf verweise ich. Ich sage immer, ihr habt alle einen gemeinsamen Ursprung. Und deswegen oder ist die Kultur ähnlich, deswegen ist die Sprache ähnlich. Okay? Das macht alles Sinn. Aber zu sagen, die Serben sind was ganz anderes, die Albaner sind was ganz anderes, woher sind beide vom Himmel gefallen oder was? Nein. Die haben alle eine gemeinsame Abstammung, Freund. Das ist so. Die gehören alle zu den weißen Europäern. Das ist Fakt. Ich fand es lustig, wie er diese Arbendings da bla bla beschrieben hat. Das klang ja viel ärgstens nach Nürnberger Rassengesetze, ja. Die hohe Rasse, blond, Gold, weiß nicht, das ist ja von Gold und bla bla bla. Albaner dürfen Aber wie das. Gerald sagt, du sagst das auch, das mit Albaner waren blond und weiß. Richtig, das Wort Alban heißt der Weiße. Alban heißt der Weiße, die Weißen. Die Albaner heißen die Weißen. Ja. Ist ein Deutscher auch ein Alban? Ist ein Deutscher auch ein Weißer? Ja. Das heißt also, wir haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Deswegen sagten die im Dritten Reich, da sagten damals die Arier. Wer waren denn die Arier? Warum nennen sich die Schibt Arier? Schibt heißt flüstern in der alten Sprache. Ar heißt Arier. Schibt Arier, die Schibt Arier, die flüsternden Arier. Die Serben heißen, das serbische Gebiet heißt Din Arier. Die Din Arier. Din heißt wütend, die wütenden Arier. Okay? Das ist die Wortwurzel. Wir haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Darauf verweise ich. Deswegen bin ich gegen den Hass zwischen Albanern und Serben. Aber dafür sind die meisten Albaner leider nicht bereit. Deswegen erzählen die mir irgendwas von Slawen und von Aber wieso Zypern schauen die alle und dann südländisch aus? von. Bitte? Wieso schauen viele von denen so südländisch aus? Sind das von den Osmanen dann? Richtig, die haben sich Dankeschön. vermischt. Als die Osmanen den Balkan eingenommen haben, gab es Feldherren, die haben in ihren Tagebüchern geschrieben, dass die beeindruckt waren von den blonden Menschen dort auf dem Balkan. Da haben sich halt mit denen vermischt. Und so kam diese dunklere Pigmentierung ein bisschen zustande, auch die dunklen Haare und so weiter. Aber im Kern waren die Balkanvölker total blond und blauäugig. Ja, aber die heutigen Albaner, schaut dir mal die heutigen Albaner an. Geht mal ein auf Google, albanische Nationalmannschaft. Gibt es dort noch Blonde? Vielleicht zwei, drei, das war's. Der Rest sind Schwarzköpfe, weil die sich vermischt haben, genauso wie die Serben. Die haben sich auch mit den Osmanen vermischt, okay? Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß, Tesla Han kommt von der Genghis Khan Familie, Alter. Das weiß ich. Kannst Ey, du holst du okay? jetzt noch ein paar Goldstücke rein, damit ich wieder aufwache? Naja, will ja Match machen. Also er will Wedge machen. Ja, dann kannst du keine Gäste drin haben. Also zurzeit meldet sich keiner. Ich würde reinholen, Gast, aber es meldet sich keiner.
Deswegen machen wir Match und dann später komm wieder rein, wenn du willst. Okay, dann klicke ich mich aus, wenn ihr Match machen wollt. Hat mich gefreut. Bis später. Ich an dich auch, Wengerald. Bist du auf Facebook auch vertreten? Facebook, sag ich, auf YouTube? Ja, auf YouTube, klar, auf YouTube, Instagram, überall, Telegram. Okay, passt. Passt. Ciao, Leute, Burschen, man sieht sich. Baba. Oh, das ist gut. Alles Gute. So, jetzt geh raus oder ich tue dich raus und gehe selbst live und dann hole ich dich rein. Okay. Also geh selbst live und dann hole ich dich rein, bis später. Ja, okay. Ja. Warte, wo gehe ich denn jetzt hier raus, Alter? Einfach. Warte, ich habe dich schon raus. Ja, heute Geschichtsunterricht. Heute haben wir viel Balkangeschichte gemacht. Okay, ein paar Moslems waren auch drin und so, aber hauptsächlich Balkan-Geschichtsunterricht. Gibt es noch Fragen? Hier auf TikTok 245.000 Likes. Weiter liken. Weiter liken, liken. Du musst live gehen, wir Gerald. Du musst selbst. Also, ich bin jetzt live. Irfan, hörst du mich? Ja. Ich bin jetzt live, hör mal. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir das machen. Ich habe ja das. Ich habe keine Ahnung von TikTok. Ja, warte, warte, ich hab dich schon hier. Hey, sind wir nicht auf TikTok befreundet? Ah, doch. Wie findest du TikTok bislang? Sind schon sehr viele Vollidioten hier unterwegs. Aber alle denken, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Die denken alle, die haben total die Ahnung. Aber Aber macht trotzdem Spaß. ist schon kein Funktionszugriff. Macht schon Spaß, oder? Warum ist Schon ein dieses bisschen, ja. Einladen Schon ein bisschen. ausgeblendet bei dir? Bitte? 1079 Follower. Dieses Einladen ist ausgeblendet. Schreib mir mal einen Moderator, warum das bei ihm ausgeblendet ist, warum ich ihn nicht einladen kann. Ich kann dich nicht einladen. Ich sehe dich zwar hier bei diesem Punkt. Brit, schreib mir mal, was da ist. Britta. Ach so, oder? Vielleicht ist irgendwas Ach, hier steht, da. guck mal. Hier steht, Matches kann ich noch gar nicht machen, ne? Warum? Ich muss zwei Bedingungen erfüllen. Einmal muss ich für 120 Minuten schon mal live gegangen sein und einmal muss ich drei Streams Ah. allgemein schon gehabt haben. Ach so, deswegen. Ja, egal, dann komm wieder normal. Dann hole ich dich wieder normal rein. Dann komm wieder normal. Beende dein Livestream, komm zu mir, komm normal wieder in den Livestream. Scheiß Bedingungen hier, Alter. Boah, Ja, Alter, wir sind schon seit allein eineinhalb schon mit Stunden diesen, dabei. allein schon mit diesen 1000 Abonnenten, um mitzureden, ist schon, finde ich, dumme Sache so. Naja. Soll ich mal? Ja, wir würden dann Gehen dann. jetzt. Yes. Warte, du bist doppelt. Du musst noch mal rein und raus gehen. Ich höre dich doppelt. Geh noch mal rein und raus. Jetzt? So, jetzt geht's. Ja, stellt noch Fragen, wenn ihr habt. Da würden wir langsam beenden. Wir sind jetzt hier schon lange. Wir sind 3,5 Stunden. Aber merkst du, wie schnell die Zeit auf TikTok geht? Schon, ja.
Weil halt die ganze Zeit Diskussionen sind und dann verfliegt die Zeit. Aber du musst sagen, der NK7 und der Ben, die wussten schon, über was sie reden, so im Gegensatz zu 99% der anderen, die reinkommen. So. Also ich kann höchstens sagen, dass sie sich eine Theorie zusammengefriemelt haben, die sie auch so einstudiert haben. Das ist Fakt. Aber die Theorie ist trotzdem schlecht, weil die nicht haltbar ist. Ich habe ja ein paar kritische Fragen gestellt, das waren 4, 5, und die konnten auf nicht eine einzige konnten die was liefern. Die reden über Sterne und so ein Scheiß. Wichtig ist halt, dass man weiß, dass man so wenigstens argumentieren kann, dass man, weiß ich, meine Argumente austauscht. Und das ist auch schon, das ist auch schon ein Fortschritt auf TikTok, Mann. Wenn du vergleichst mit den anderen, die nur reinkommen, beleidigen oder irgendein Blödsinn reden. Ja, weil albern ist ja im Endeffekt in erster Linie eine Eigenschaft. Albern heißt der Weiße. Ne? Deswegen sagt man auch Albinismus, wenn jemand natürlich stark hell ist. Deswegen ein Albaner sozusagen, ein Weißer kann jeder weiße Mensch sein. Er ist ein Albaner, weißt du? So. Ja, okay, das. Darüber hatten wir schon geredet. Was wollte ich sagen? Machst du jetzt irgendein neues Video oder sowas in nächster Zeit? Ja, ich mache auch bald ein komplett neues Format. Das heißt, das Ganze heißt höchstwahrscheinlich Education to Go, so ein Kurzformat hier auf TikTok, wo ich so kleine Geschichten erzähle, mit Fakten natürlich alles belegt. So, ja, ein Kurzformat. Und natürlich bald mache ich auch wieder Streams auf YouTube und so weiter. Ja, klar. Du? Ja, jetzt so Video nichts jetzt Spezielles geplant. Am Freitag, wie gesagt, vom Freitagspredigt, und ich habe ja schon erwähnt gehabt, Tesla Han lade ich ein, dann diesen Jakob Gunacker lade ich ein, dann ein Stream mit einem AfD-Politiker, das steht auch noch an. Ja, so wie immer halt so. Hier schreiben sehr viele, geh raus und wieder rein, dann hast du dreimal live und kannst da Matches machen. Ob das so leicht funktioniert? Also ich muss nur einmal rausgehen, wieder rein und dann. Ja, dann Okay. komm, oder geh raus, wieder rein und dann schauen wir, ob das dann echt geht. Okay. Aber 120 Minuten warst du ja nicht live. Nee, oder ja, wenn man das jetzt mitzählt, dann schon. Ja, aber die Frage ist, ob die das mitzählen. Ja, egal, versuch einfach. Wieso traut sich kein Moslem reinzukommen, Mann? Wahnsinn. Wieder raus. Okay, jetzt geh raus und starte Livestream und dann schauen wir. Aber echt Wahnsinn. Am Anfang noch, wie viele reinkamen, wie viele diskutieren wollten über Islam und dann einer nach den anderen abgefertigt, jetzt kaum einer. Kaum einer traut sich, weil sich alle blamieren oder fast alle, die reinkommen. Manche reden ja normal, dann rede ich auch normal, aber die meisten, die reinkommen, blamieren sich einfach nur. Keine Argumente. Es gibt Leute wie zum Beispiel dieser Aldin und so, mit denen kann man normal reden. Die haben halt nicht so viel Ahnung, sind nicht praktizierend, lesen keinen Koran, gar nichts. Und dann, ja, die bringen ja auch keine Gegenargumente für die Sachen, die ich sage, so. Ja. Dann kommen welche nur rein, um zu beleidigen, und das war's. Und das ist 99%. Nein, steht immer noch kein Funktionszugriff. Das heißt, das geht nicht, was manche geschrieben haben. Ah, ich kann dich nicht. Du musst tatsächlich mal live gewesen sein. Egal, du kannst morgen oder sowas geh live auf TikTok und dann ist es freigeschaltet. Ja, nee. Es reicht nicht, ja, egal. Was hat es mit dieser 760 auf sich, die neben meinem Gesicht ist? Mit was? Mit dieser Zahl hier, mit 760, was ist das hier? Was für eine 7? Ach so, das da.
Boah, keine Ahnung, ehrlich Punkte. gesagt. Punkte sind das. Für was denn Punkte? Kein Plan. Ich verstehe, das ist ja das erste Mal, dass ich hier live bin. Alter. Ich komme noch von YouTube. Was kann man mit diesen Punkten machen? Kann man die einlösen? Ich war auch nicht so oft. Ich war vielleicht, keine Ahnung, 6 Mal oder sowas ungefähr. Geldgeschenke. Du hast 874 Euro bekommen. Ja. Oho, 874 Euro, das ist ja echt Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, es traut sich, keiner kommt, keiner traut sich zu kommen, keiner kommt in Zerfetzung rein. 3,5 Stunden reicht dir, ja, bist du kaputt wahrscheinlich auch. Ich auch. Es ist zu sehr in dieses Balkan-Thema gegangen, aber was soll ich machen? Wenn die Leute mich halt fragen, konfrontieren, dann muss ich halt Rede und Antwort stehen. Das kann ich mir halt Aber nicht es ist nicht aussuchen. immer gleich. Es ist nicht immer gleich. Das wechselt sich ab. Nächstes Mal kann man nicht über dieselben Sachen diskutieren. Verstehst du? Nächstes Mal ist wieder anders. Jürgen Lesenski, vielen Dank. Du hattest doch mal einen Stream mit Dr. Stefan Scheil. Ihr könntet vielleicht ernst neutes Themen zum Islam als radikale Widerstandsbewegung gegen die Moderne besprechen. Ernst neutes Thesen zum Islam als radikale Widerstandsbewegung gegen die Moderne. Ja, ich kann mich erinnern an den Dr. Stefan Scheil. Das war ziemlich lange her. Da ging es um Russland-Ukraine, glaube ich. Ja, genau, der ist ja Historiker. Da haben wir, das war so Beginn Russland-Ukraine-Krieg und dann haben wir Russland-Ukraine thematisiert und er als Historiker hat halt so aus dieser Sicht analysiert und ja, war ganz interessant, war nicht schlecht. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir langsam. Ah, ich bin auch richtig kaputt, Mann. Ja, ich habe auch noch gar nicht gegessen. Du hast mittlerweile immer zwischendurch gegessen, aber ich. Ich habe zwischendurch gegessen, halt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe, was weiß ich, wann ich gegessen habe, um 12 Uhr oder sowas. Nee, wie Okay. geht's? Danke dir, hat echt Spaß gemacht und nächstes Mal machen wir so ein bisschen anderen Themenschwerpunkt. Und ja, danke an die Zuschauer, danke an die Leute bei TikTok und auch bei YouTube. Am Freitag geht's weiter. Ja, Freitag 20 Uhr, Freitagspredigt. Chris Enger zu Gast. Werden wir uns einige interessante Videos anschauen, kommentieren. Und ansonsten, wie Gerhard hat es erwähnt, ja, wir werden wieder ein paar Sachen zusammen machen, Amselfeller Late Night Show und dann noch diesen Videokurs, was Selbstverteidigung und so weiter betrifft. Ja, da freue ich mich schon drauf, wird auf jeden Fall eine gute Sache, aber da werden wir rechtzeitig noch Bescheid geben. Jawohl, genau Alles klar, wie Gerhard. Dann dir gute Nacht, auch an alle Zuschauer, gute Nacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. YouTube Stream bleibt auf YouTube online und Ausschnitte auf den Highlight-Kanal. Ja, Irfan PC, TikTok Highlights, glaube ich, heißt der Kanal. Schaut einfach rein. Dort sind so Highlights aus TikTok-Streams und so Ich weiter. bin gleich noch auf meinem Kanal für 20 oder 30 Minuten ein bisschen online, ein bisschen die Live, dieses, ne, diese Bedingungen zu erfüllen. Ich mache gleich noch eine extra Schicht. Ja, Ah, könnt du ihr die bleibst drei. noch. Gut. Alles klar, Ja. dann gut. Wenn ich folgen will, dann alles klar, wir gehen halt dann. Viel Spaß dir noch. Boah. Und folgt ihm.